Hey, ich bin Josh, euer Host und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Ich nehme das Ganze sogar diesmal als Video auf. Ich weiß nicht, also wenn man mein Setup kennt, weiß, dass ich sowieso das Ganze mit meiner Kamera aufnehme, das Video dann aber mehr oder weniger in den Papierkorb werfe. Ich werde wahrscheinlich das Ganze für dieses Jahr, habe ich mir vor, ein bisschen mehr auf YouTube zu setzen. Und deswegen wird das Ganze mal auch auf YouTube hochkommen. Wir haben den 5. Dezember, frohes Neues an dieser Stelle. Das ist die erste Episode in diesem Jahr. Wir haben Staffel 3 jetzt. Ist das dritte Jahr, glaube ich, in Folge. Ich kann mal ganz kurz schauen, aber es müsste echt das dritte Jahr sein. Den ersten Podcast habe ich kurz nach meinem Abi aufgenommen. Also vor gut anderthalb... müssten gut vor anderthalb Jahren gewesen sein. Im 2018, irgendwann im April, kam, glaube ich, die erste Episode. Mittlerweile hatte ich auch schon ein paar Sachen gelöscht, dadurch, dass ich den ganzen Podcast ein bisschen umstrukturiert habe. Wie gesagt, ich nehme das Ganze jetzt am 5. Dezember auf. Werdet ihr dann wahrscheinlich morgen sehen, am 6. Dezember, wann das Video kommt. Weiß ich noch nicht, weil ich noch ein anderes Video als erstes hochladen möchte. Ein kleiner Zusammenschnitt aus 2019. Ja, 27. Juli. Warte mal. See all episodes und dann, ja, Series 1. Und die erste kam am 31. Mai 2018. Krass. Ich habe den ganzen Podcast im letzten Jahr ein bisschen vernachlässigt. Das tut mir leid. Ist natürlich auch mal problematisch, das Ganze alleine einen Podcast zu machen. Ich höre gar keinen Podcast, der irgendwie alleine ist. Deswegen ist das immer so ein bisschen... Man kann natürlich hier immer über Sachen sprechen, die ich vielleicht in Videoform nicht machen könnte. Oder es würde vielleicht funktionieren, aber es ist eben ein bisschen einfacher, einen Podcast zu machen. Und außerdem finde ich das Medium ziemlich geil. Ich höre ziemlich viele Podcasts. Kommt immer darauf an, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viel. Aber sonst in der Regel, wenn ich Zeit habe und nicht mehr arbeiten bin, dann passt das schon ganz gut. Nicht wundern, dass ich die ganze Zeit meistens auf mein Handy gucke. Steht zwar nicht viel. Eigentlich nur der Betreff für diese Folge. Auf ein neues. Denn in wenigen Tagen geht es wieder zurück nach Australien. Ich war jetzt für 3-4 Wochen war ich in Deutschland über Weihnachten. Es war schön letztes Jahr, Weihnachten eben an der Ostküste zu feiern, am Strand. Aber es ist doch irgendwie nicht dasselbe. Man verbindet Weihnachten irgendwie noch mit Familie, kaltem Wetter. Im besten Fall natürlich Schnee. Das haben wir natürlich nicht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Speiseweihnachten hatte. Darum geht es aber nicht. Wie gesagt, ich bin nach Hause geflogen für 4 Wochen, fliege am jetzt kommende Woche wieder zurück nach Australien. Ich freue mich schon mega drauf. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sich das mit den Bränden aktuell auswirkt. Ich lande in Perth, in der Westküste. Das heißt, es wird nicht ganz so problematisch werden. Aber ich hatte eigentlich geplant, an die Ostküste zu fliegen. Oder mal schauen, da ich dort, sagen wir mal, bessere Jobchancen habe und schon ein bisschen was von meinem alten Job, von der Solarfarm, so in Griffweite habe, müsste ich nur ein paar Telefonate führen und eventuell könnte ich dann anfangen. Ist natürlich die Frage, wie gut das funktioniert und ob die Projekte dort nicht schon irgendwie eingestellt werden. Ja, da muss ich mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Das wäre das ziemlich kalt, wenn ich mal ganz kurz kuscheln will mein Handy. Wundert euch nicht wegen des Stuhls, der knatscht ein bisschen, das Setup ist eh gerade ein bisschen. Ich sitze hier gerade nicht in meinem ehemaligen Kinderzimmer, aber bei meinen Eltern zu Hause irgendwo. Und ja, wir haben einfach 6 Grad jetzt in Hannover. Ist schon kalt und wenn ich dann gucke, was wir wieder in Perth haben, dann 18 Grad. Aber ja, gut. Ich meine, es ist jetzt auch 7 Uhr morgens dort. Dann geht es auch den Tag über wieder auf 30 Grad hoch. Ich freue mich schon. Viele sagen immer, es sind doch viel zu hohe Temperaturen. Im Endeffekt, man gewöhnt sich dran und man fängt dann doch recht schnell an, weiß nicht, in niedrigen Temperaturen, sondern weiß nicht, 15 Grad hat man selten, ab 20 Grad schon fast Pullover anzuziehen, weil es ein bisschen zu kalt wird. Die Sache ist eher so, UV-Index ist immer so eine Sache. Ich habe übrigens, wer mich kennt, Instagram, ich glaube die ganze Zeit
habe ich in den Jahren in Australien, ich war ja anderthalb Jahre dort, wer mich jetzt gerade erst neu kennt oder gerade erst darauf gekommen ist, hört euch auf jeden Fall die anderen Podcasts an, ich habe es mal verlinkt. Ich hatte die ganze Zeit einen Man-Bun und jetzt habe ich mal meine Haare am 31. Dezember abgeschnitten. Viele werden sagen, was? Ja, Neuanfang. Wie gesagt, auf ein neues. Schnell wieder die Cap auf. Ja, ich weiß auch gar nicht, über was ich so reden soll, denn das ist der erste Podcast. Es geht wieder weiter. Ich bin gespannt auf weitere Episoden und dann schauen wir einfach mal, wie es in den kommenden Wochen aussieht. Ich weiß noch nicht, wie ich den geregelten Ablauf der Podcast mache, ob das jetzt irgendwann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich kommt, muss ich mal entscheiden. Vielleicht ja, überlege ich mir nochmal und dann hören wir uns in der nächsten Episode, wenn ich wieder zurück in Australien bin, auf ein nächstes halbes Jahr und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ja gut, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut!